Der Untersuchungsausschuss zur HGAA war ein Riesenerfolg für die Opposition. Am Anfang wollten weder die Medien noch die CSU etwas davon wissen, dass überhaupt jemand verantwortlich ist für dieses 3,7 Milliarden Debakel. Jetzt am Ende haben sowohl die CSU wie die FDP der Opposition zugestimmt, dass alle Vorstände und Verwaltungsräte fahrlässig gehandelt haben. Wo wir noch im Streit sind, was aus meiner Sicht auch noch nicht abgeschlossen ist, ist, dass die Verwaltungsräte auch wegen grober Fahrlässigkeit schadenersatzpflichtig sein müssen. Darauf arbeiten wir momentan noch hin. Es gibt noch Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Es gibt die Klagen der Landesbank gegen die Vorstände und auch gegen die zwei Verwaltungsratsvorsitzenden wegen Schadenersatz. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass auch eines Tages Beckstein, Huber, Schmid für ihre Versäumnisse, für ihr Versagen bei der HGA zahlen werden müssen.